Hallo, es ist etwas unüblich, dass ich mich vor der Folge melde, aber die Umstände zwingen mich leider dazu. Und zwar habe ich in der letzten Aufnahmesession vier Parts produziert. Das hier sollte der letzte sein, allerdings ist das erst der dritte daraus. Man merkt, einer fehlt. Ich weiß nicht, wo der hin ist oder ob der einfach nur fort ist oder ob das Aufnahmeprogramm einfach gesponnen hat. Ich bin ziemlich angepisst deswegen, weil ich den Part auch ziemlich gut fand. Und ja, ziemlich scheiße. Normalerweise, ich habe so eine blöde Tastenkombination dafür. Normalerweise drück ich die Tastenkombi und bin dann immer noch so paranoid und tapp nochmal aus dem Spiel raus und guck, ob das wirklich aufnimmt. Allerdings habe ich es jetzt einmal nicht gemacht und dann hat man den Salat, dann ist die Aufnahme nicht aufgegangen. Also ich gehe davon aus, dass der das einfach nicht aufgenommen hat irgendwie. Ich mache mal kurz einen Abriss, was passiert ist. Also in der letzten Folge sind wir ja in dem Haus der Waldflüsterer angekommen. Das haben wir ja komplett gelootet und der große, große Keller, den ich so toll angekündigt habe, der fehlt natürlich jetzt. Kann ich sagen, was da war? Bin ich runtergegangen. Da gab es auch noch eine Taschenlampe, die keine Batterien hat, die aber wohl funktioniert, wenn diese Lampen da, diese Leuchten, dieses Licht leuchten da am Himmel wieder ist. Und dann hat das Telefon geklingelt. Ja, und dann bin ich hochgelaufen, hab erst das Telefon nicht gefunden und als ich dann gefunden habe, feststellte, dass ich nichts machen kann mit dem Ding. Und dann habe ich das Teil halt fertig gelootet, hab noch einen Weg gefunden mit Kletterseil von hinten Kante runter, aber den konnte ich nicht nehmen, weil ich zu schwer war. Dann sind wir wieder runtergelatscht, hab das Zeug geholt bis zum Wartungsbereich und nochmal so ein Lager von den Waldflüsterern ausgehoben. Währenddessen haben wir festgestellt, dass wenn wir die Abkürzung genommen hätten, oder ich habe das festgestellt, genauer gesagt, ihr kriegt das seht das ja nicht, oder werdet es nie sehen, dass wenn ich die Abkürzung genommen hätte, wäre ich direkt in die Arme eines Bären gelaufen. Da stapfte irgendwie ein Bär rum und ja, war dann irgendwie doch ziemlich cool, dass ich das nicht gemacht habe, aber ich habe mich ziemlich erschrocken und dass das auch nicht drauf ist, finde ich jetzt auch scheiße. Fand's nämlich ziemlich witzig. Aber gut, wir sind jetzt in diesem Wartungsbereich und von da aus geht's in der Folge Richtung Pelzjäger. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der nun kommenden Folge. Hallo alle miteinander und willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark auf Malfunk Gaming. Wir sind wieder in dem sogenannten Wartungsbereich. Es leuchtet, also es ist Nacht noch, es wird gleich aber Tag und es leuchtet hier aber tatsächlich jetzt nichts mehr. Ich habe auch wieder die Lampe ausgepackt, weil es hier ziemlich dunkel war, oder? Immer noch so dunkel. Ja. Also letzte Folge sind wir in so einer Dunkelheit auch durch die Gegend gelaufen. Aber ich kenne mich hier nicht aus. Darum möchte ich tatsächlich mit der Lampe hier rumlaufen. Wie viel? Ja, wir haben noch ein bisschen was an Brennstoff. Ich kann es auch auffüllen. Ich habe hier den Brennstoff wieder geholt, der da noch lag. Sollte genug Brennstoff vorhanden sein, um mindestens bis zur nächsten Area zurückzufinden. Was ist passiert? Was haben wir getan? Wir waren in der letzten Folge oben bei der Jagdhütte, haben dort ein Gewehr gefunden und sind wieder zurück und haben noch viel anderes im Zeug gefunden. Hatten noch in den letzten Folgen dieses komische Leuchten am Himmel zum wiederholten Male, warum auch immer. Der Schwurm war da auch gleichzeitig wieder da, als es geleuchtet hat. Und wir haben den Bären gesehen, zumindest einen Bären, auf dem Weg zurück zum Wartungsbereich. Allerdings war ich nicht in der besten Verfassung, also der Kollege war ziemlich angeschlagen. Und ich wollte es nicht drauf ankommen lassen. Ich hätte auch mit dem Gewehr auf den schießen können. Aber also bei einem Wolf würde ich es verstehen, wenn er nach einem Schuss. Bei einem Wolf würde ich es nicht verstehen, wenn er nach einem Schuss noch steht. Nach einem ordentlichen Treffer. Bei einem Bären allerdings verstehe ich das durchaus. Das Vieh, wenn das Vieh sagt, ja, nee, I don't give a fuck, dann gibt er auch einen Fuck.
Ich nicht schieben. Hier läuft irgendwo ein Reh rum. Vermutlich da hinten. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht der Bär ist. Wenn der nämlich jetzt um die Ecke kommt, bin ich tot. Also im Dunkeln bin ich auf jeden Fall geliefert. Denn dann muss ich das Vieh vorher auf Distanz sehen können, damit ich mich gegen ihn wehren kann. Ah, rettet das Ding hier noch im Weg. Da bleibt doch nichts gespart. Normaler Mensch könnte ja da drunter durchkrabbeln, aber der Typ kann das ja nicht. So, Lampe mal weg. Es ist nämlich meiner Meinung nach wirklich jetzt langsam hell genug. Die Sonne steht zwar noch nicht am Firmament, aber ich kann gut was sehen. Also ich könnte jetzt sogar sehen, wenn der Bär da um die Ecke steht. Geht da ein Bär um die Ecke? Nee. Alles klar. Bären-Free Zone hier. Was ich auch noch nicht erzählt habe, oder was ich letztes Mal halt das letzte Mal ereignet hat. Der aktive Zuschauer wird das mitbekommen haben. Ist, dass wir den Bären wahrscheinlich getroffen hätten, wenn wir die Abkürzung genommen hätten. Also, ich habe in dem Keller von den Ökoterroristen. Geht das? Meinst du? Nee, niemanden. Bären. Im Keller der Ökoterroristen habe ich einen Klettersaal gefunden. Und habe mir, so wie ich halt bin, mehrfach gar nicht dumm, ja, gedacht, das kann ich bestimmt benutzen, um von dieser Klippe, die dahinter, also das war an so einem. Das Haus war an so einer Klippe gelegen. Und auf der anderen Seite war direkt der Wartungsbereich halt. Ging es direkt darunter, also da wo wir den Weg, den wir dort vorhin gelatscht sind. Ja, hier geht's schön lang. Sehr gut. Finde ich gut, dass man da nicht nochmal außen rumlaufen muss. Ist schönes Level-Design. Und diese Abkürzung, wenn ich die genommen hätte, also war zwar in dem Moment nicht dumm, aber dumm war es, dass ich nicht dran gedacht habe, dass ich mit Übergewicht nicht klettern kann. Das hatte ich vergessen. Ich habe das Kletterseil draußen festgemacht, habe die Stelle gefunden und habe dann festgestellt, ich kann da gar nicht runterklettern. Wenn ich da aber runtergeklettert wäre, wäre ich aller Wahrscheinlichkeit nach dem Bär in die Arme gelaufen. Der stand nämlich da unten. Das war vielleicht vom Spiel auch so angedacht, dass ich den getroffen habe. Ich habe ihn jetzt gesehen. Ich habe vielleicht jetzt den Trigger nicht aktiviert. Vielleicht laberte Jeremiah jetzt mit mir, weil er angepisst ist. Keine Ahnung. Aber da vorne, das müsste der. Das ist der Tunnel. Vielleicht schaffen wir es ja doch diese Folge ganz zurück. Nicht weniger Laber, mehr Schneide schaffen wir das auf jeden Fall. Dann könnte ich einfach mal durchlaufen. Wir sind ja jetzt hier in einem relativ gemächlichen Tempo zwar unterwegs, aber auch schon ziemlich weit und es ist scheinbar verdammt kalt. Egal, ich glaube, wir packen das. Mache jetzt hier erstmal mal einen kleinen Cut und melde mich dann mal wieder auf der anderen Seite des Tunnels. Okay. Ich habe den Bären gefunden. Und er uns auch. Nimm die Knarre! Halt still. Wow, Scheiße!
Willst du mir jetzt etwa erklären, der Bär hat mich am Leben gelassen? Der interessiert sich gar nicht für mich. Danke, Bär. Ich kann nicht mal was gegen sagen, der hat. Der hat mich. Der. Kommt wieder auf mich zu. Hier drüben vorhin auch was laufen sehen. Ich bin fast sicher, dass es ein Wolf ist. Der Bär. Oh oh. Gut. Ist schön. Wir haben es gerade eben. Ich habe es jetzt in relativ kurzer Zeit geschafft, zweimal zu sterben. Ich habe mich ja schon eigentlich tot gesehen, als ich den Bär gesehen habe. Ach, jetzt gab es ernsthaft ein Save bei den Bären. Das Gewehr ist weg. Nee. Och, ey. So, nachdem wir jetzt gerade eben vom Bären angegriffen wurden und ins Eis eingebrochen sind danach, also direkt gestorben sind, habe ich jetzt einen früheren Safe geladen, weil das Gewehr auch kaputt war. Und das lasse ich nicht mit mir machen. So eine Scheiße, ganz ehrlich. Ich finde ein Gewehr, setze das gegen den Bären ein und dann ist es einfach, es war einfach weg. War einfach weg. Nicht kaputt oder so, weg. Und ganz ehrlich, das mache ich nicht mit. Dieses Gewehr, wenn das Spiel mir das so dreist nehmen will, dass dann sage ich, fick dich Spiel, dann lade ich einfach neu. Ich wollte mich auch eigentlich nochmal darüber diskutieren, dass ich noch nie in einem Eis eingebrochen bin oder so, dass es dünnes Eis geben soll. Das habe ich mal gelesen, also das hat das Spiel mir mal gesagt. Bin allerdings nie eingebrochen, bis gerade eben. Man soll dann nämlich eigentlich anfangen zu rennen, aber wenn man so fett beladen ist wie ich, ist hier nichts mit Rennen. Und wo ist das fette Rindvieh jetzt? Ich habe ja neu geladen, damit ist er neu gesetzt worden. Ne, da ist er. Da ist er gerade aufgeploppt. Ist er gerade gespawnt. Und da ist. Nein. Ist nur ein Baumstumpf. Ich wollte dann am Bär. Na gut, man hat ja gesehen, was ich gemacht habe. Ich gehe mal stark von aus, dass ich das drin gelassen habe. Ich habe sogar nämlich schon überlegt, ob wir hier links lang laufen sollen, weil dann können wir zu der alten, zum alten Haus der Familie so und so latschen. Da mal Rast machen. Aber jetzt auf einmal ploppen hier die Bären auf wie nix. Und ich kann denen scheinbar nur aus dem Weg gehen, weil so schießen scheint nicht zu sein. Also pass auf, hier durch das Eis, durch ein bisschen Eis, und das bricht jetzt ein. Unteres Jägerversteck. Federnholz. Dänzmilch. Das. Rags. Also eigentlich Bandages, Rags sind eigentlich gerissen, ne? Also ein Rag ist improvisierter Verband, also, dass man, den man erstellt, indem man Klamotten zerreißt, zum Beispiel Stofffetzen. Das sind Tracks. Hier ist alles Eis sehr dünn. Ich wollte abkürzen, um darüber zu laufen. Das ist nicht. Ich laufe jetzt den Weg rundherum. Ich werde jetzt zum ehemaligen Familienwohnsitz der Familie so und so, wie hießen sie hier, Familie Spence gehen. Oh, und im Wort versteckt der Waldflüsterer noch. Und wir sehen uns dann gleich. Da vorne sehe ich schon den. Ah, die Klappe. Den Wohnsitz. Es
fängt aber auch langsam an, richtig dick zu schneien. Es geht mal auf den Sack. Und dem aufmerksamen Zuschauer dürfte aufgefallen sein, dass wir uns in eine andere Richtung begeben als zuvor. Liegt darin, dass tatsächlich die falsche Richtung gelaufen bin gerade eben. Habe ich nicht aufgepasst. Beziehungsweise nicht aufgepasst. Ich habe nochmal nachgeschlagen, wo der Wund jetzt genau ist und festgestellt, ich bin falsch. Deswegen habe ich die Seite gewechselt und bin nämlich nur noch direkt im Wege zu dem besagten Haus. Sollte gleich da sein. Hatten wir schon wieder mal Gesellschaft von einem Wolf. Nächstes Mal, wenn das Vieh kommt, schließe ich nicht mehr mit leuchtenden Dingen nach ihm. Mal so eine Magnesium-Fackel, wenn die einen Wolf erwischt ist. Dürfte relativ zügig sein Fell in Flammen setzen. Das würde ihr nicht lustig finden. Ich weiß aber nicht, ob das tödlich wäre tatsächlich. Ich würde auf Anhieb mal sagen, nein. Wobei so ein guter Treffer, und wenn er so ein schön trockenes Fellrad hat. Das brennt aber auch nicht gut. Okay, kümmert ihn nicht. Ich weiß doch gar nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich werde es in der Aufnahme nochmal sehen. Ich bin aber der Meinung, ich habe ihn getroffen. Und Hand hoch, wer ein bisschen mehr erwartet hat. Man sieht es nicht, aber meine Hand ist oben. Ich habe eigentlich wirklich ein Haus erwartet. Und keine Bitte. Jawohl, geil. Ja, es lohnt sich dann doch nochmal ab und an die hinterste Ecke zu gucken, anstatt zu sehen, oh, hier ist nichts, gehe ich wieder raus. Dadurch habe ich gerade immer ein ganzes Lager voll mit Hundefutter gefunden. Hat auch erklärt, warum der Wolf hier rumstrom hat. Also wenn der da drin. Wird doch wärmer, wo ist mein Problem? Dann würde ich ja auch rumhängen, wenn ich das wüsste. Vom Netzwerk brauchen. Bevor der hier auf die Idee kommt, um mal hier ranzukommen. So, ich habe den das ehemalige. Boah, geil, wie ich ja mal. Ehemalige Heim der Familie Spence erreicht. Habe mich hier auch schon quasi häuslich eingerichtet, so ein bisschen. Oben kann man sogar schlafen. Sehr schön, muss den Schlafsack gar nicht rausholen. Und ich werde hier jetzt die Nacht verbringen, bis zum. Also die Nacht, wir haben noch. Ist eigentlich noch mitten am Tag, aber. Da sehe ich das scheiß das Sauwetter hier an. Da habe ich keine Lust drauf. Außerdem ist unser Kollege ziemlich im Eimer. Den Wolfangriff, der hat schon ganz schön was gezogen. Hier habe ich einiges an Brennstoff gefunden. Und werde das jetzt hier alles schön verfeuern. Wird richtig schön warm. Und gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas mit der Schmiede hier anfangen kann. Das wäre mal was. Bei 150 Grad ist. Sieht so aus, als gehen wir jetzt gerade ran. Aber das Ganze werden wir erst in der nächsten Folge feststellen. Dahin wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Lasst immer Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.